Hallo und herzlich willkommen zurück bei der wahrscheinlich letzten Folge von Old Mods 9. Wir sind ja immer noch in diesem Dungeon drin von Blood Magic, denn ich wollte euch einmal zeigen, wie wir an das Zeug hier gekommen sind. Wo ist es denn? Da, diese Intricate Hellforged Parts. Davon brauchen wir ja 4 Stück, um die Reinforced Speed Rune zu craften. Beziehungsweise habe ich die schon gecraftet. Ich habe quasi schon einmal alles vorbereitet. So, wie bin ich daran gekommen? Also, während ich so ein bisschen durch den Dungeon gegangen bin, kam ich irgendwann an hier so einen Abschnitt, wo es nach geradeaus weitergeht, nach links oder nach rechts. So, bin scheinbar jetzt gerade in so einem Minengebiet gewesen. Denn hier. Oder hier ist der Schlüssel ganz normal abgebrochen, hier konnte ich noch weiter geradeaus. Und hier nach rechts gab es eine Nachricht, der Schlüssel scheint nicht zu passen. Oder dass ich halt einen anderen brauche. So, davon hatte ich schon ganz kurz gelesen. Und das ist dann hier, also ich weiß nicht, wo der Foreman's Key gebraucht wird. Aber ich hatte auf jeden Fall Miner's Key gemacht. Ich habe diese Will Crystals, sag ich mal, in Truhen gefunden hier. Und dann konnte ich mir ein Miner's Key craften. Mir direkt ein paar mehr gemacht. Brauchte ich auch noch den Greater Tartaric Gem. Genau. Dann bin ich hier durchgegangen. Also das sieht hier auch schon ein bisschen größer aus. Sieht auch ein bisschen mehr nach Mine aus. So mit den Schienensystemen hier. Dann ging das hier weiter. Hier gab es auch verschiedene Türen wieder. Oder so wie... warte mal. Noch hier auch was finden. Hier sehen wir auch übrigens, hier spawnt viel mehr von dem Zeug. Hier auf jeden Fall diese Dungeon Seals, die kann man dann mit einem normalen Key gar nicht mehr aufmachen. Das ist hier, weil das wahrscheinlich diese Miner's Dungeon ist, sage ich mal. Kann man die dann wohl auch nur mit dem Miner's Key öffnen. Ja, wie gesagt, also wenn ihr irgendwie in Dungeon gehen wollt und das auch als Ziel habt, das zu finden, geht zurück. Sieht, glaube ich, gut aus. Ja. Also wenn ihr da auf jeden Fall als Ziel habt, das Ding mitzunehmen, auf jeden Fall diese Miner's Key mitnehmen. Dann habe ich hier einmal den Altar Stufe 5 ausgebaut. Ich habe hier auch ein bisschen Erde ausgehöhlt. Jetzt... Ich weiß nicht, ob ich vielleicht hätte hier noch Steine entpacken sollen, dass das nicht am Schweben ist. Natürlich mit der Erde sieht es ein bisschen doof aus, aber naja, was tut man nicht alles für die Villager? Da drin dann die Slates gemacht. Wo sind sie? Hier die Ethereal Slates. Brauchen wir 30.000, 45, 50, 52, 53.000 LP brauchen wir dann quasi pro... Vorgang. Das brauchen wir 4-mal, weil wir 4 Steine craften müssen. Genau. So, dann hatte ich witzigerweise einen Bug. Ich glaube, oder der Wither ist tatsächlich, als ich auf dem Server connected bin, ist er hier rumgeflogen. Ich denke mal, dass es ein Problem gab, in dem Moment, wo ich connected bin, dass die Welt geladen hat, aber vielleicht hier das Energiezeug noch nicht geklappt hat. Dann habe ich hier jetzt auch einen Energy Cube rangepackt, dass wir hier so einen kleinen Puffer haben. Das hatte ich auch vorher erst überlegt, aber ich dachte, ach, das wird schon hinhauen. Und hier Tinted Glass. Ich habe ja mal, als ich diese Stasis Chamber gebaut habe, habe ich auch überlegt, da Witherproof Glass reinzumachen. Das war aber ein bisschen nervig, weil wir dafür Essenzen brauchten, bla bla bla. Und ja, dieses Tinted Glass, das ist viel günstiger und erfüllt den gleichen Zweck. Mal ganz kurz angucken. Glass Blocks designed to prevent light. Tough enough to withstand with us. Ja, also schützt davor. Einmal hier drumherum gebaut. Hier in der Mitte konnte ich nichts hinsetzen. Ich denke mal, die Hitbox von dem Kopf geht da wahrscheinlich dran. Aber naja. Eigentlich war es auch unnötig, das nochmal aufzubauen. Aber ich wollte es der Vollständigkeit halber machen. Dann habe ich jetzt hier noch einen Bioreaktor gecraftet. Für einen... oder für Biofuel, denn wenn heute wirklich die letzte Folge ist, habe ich hier mal die Nuke vorbereitet.
Und ich weiß nicht, inwieweit die hier Biofuel braucht, aber naja, ist auf jeden Fall ein bisschen was schon drin. Weiß nicht, bin ich darauf eingegangen, dass ich hier das mit den Nether Stars schon erweitert habe? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, was ich dann noch gemacht habe, weil ich musste echt lange rumstehen. Ich habe einige Diamant-Dinger hier noch gebaut, Seeds, wie ihr gerade kurz sehen konntet. Ich habe die ganze Zeit diesen Modular-Router vergessen. So, und wir können die mal. Oder ihr seht ja jetzt gerade im Vergleich, wie schnell das geht. Dann machen wir den mal an. Da sehen wir, wie viel schneller das geht. Alter, das ist echt krass. Mit den Speed-Upgrades könnt ihr das noch einstellen, oder wie schnell das halt gehen soll. Ich habe es jetzt wieder ausgemacht, weil wir alle Multiblöcke, sag ich mal, zusammen haben. Normalerweise stellt ihr den hier oben drauf, aber weil der Tesseract sonst immer diese Watering Can mit reinnimmt. Übrigens wichtig, die muss filled sein, also einmal Rechtsklick auf Wasser machen. Und dass die funktionieren, dann müsst ihr unter My Team da gehen, dann Settings und dann Allow All Fake Players. So, das ist normalerweise auf Aus. Aber das ist für einige Mods, die funktionieren sonst nicht, wenn ihr die Chunks geclaimed habt. Darum ganz wichtig, dass ihr das anhabt, sofern ihr das selber einstellen dürft. Wenn ihr im Singleplayer seid oder Multiplayer und den Server selbst hostet, könnt ihr das ja easy machen. Ich weiß nicht genau, wie einfach das geht, wenn ihr einfach ein neues Team aufmacht. Ob das teamweise auch überschreibt oder ob das so serverseitig so eine Grundeinstellung ist. Das kann ich euch leider gerade nicht sagen. Ja, dann habe ich hier schon mal alles soweit angeordnet. Jetzt fehlen nur noch der Withers Compass. Sehr schön. Und dann noch den Dimensional Seed. Oh, perfekt. Dann haben wir die letzten beiden Kollegen. Aber wir haben den Wither-Effekt wegen Compass oder was? Was kann der denn Tolles? Ihr gebt mir einfach nur den Wither-Effekt. Okay. Das ist ja ein bisschen uncool. Aber dann holen wir uns hier einmal die Belohnung. Übrigens nicht gerade wundern, warum ich hier so ein Delay habe. Es ist einfach, weil ich gerade noch am Hochladen bin. Ja. Oh. Den wollte ich gerne noch dabei behalten. Müssen wir einmal kurz gucken, wie musste der angeordnet werden. Der Kompass in der Mitte. Und der hier rechts dran. So, und wenn ich jetzt nicht verkackt habe, was ich nicht hoffe, dann nehmen wir jetzt das Zahnrad, schließen das hier an. Okay. Jetzt so viel Umdrehung. Ich wollte nämlich mal spaßeshalber von den 16 Umdrehungen, von den. Ja, 16 hat der, glaube ich, standardmäßig so einen Motor. Dachte ich, probierst du das mal aus, wenn du. Oder werden die ja auf 8 runtergesetzt bei dem Patrick Star. Naja. Ich wollte gucken, ob es schneller geht. Was habe ich davon? Aber jetzt sollte es ja dann funktionieren. Get more sources of slow down the components with this high stress impact. Lass mir die kurz wieder kappen. Auf 4? Warum war der denn jetzt auf 16? Das ist vielleicht der Fehler, weil die kaputt gegangen sind bei der Einstellung. Oder das sonst nochmal probieren. Hier direkt auf 16 hochgehen. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht, warum die kaputt gegangen sind. So, dann den noch einmal. Also, die Umdrehungszahl hat man nicht. Sehr schön. Das scheint zu funktionieren. Leute, ich glaube, wir haben es hier.
Das sieht sehr, sehr gut aus. Also ich kann euch übrigens nur empfehlen für diese Netherstar-Blocks. Das war jetzt das, was bei mir am längsten gedauert hat. Fangt frühzeitig an, hier viele Simulation-Chambers zu bauen. Wenn ihr die Ressourcen dafür habt, baut das. Es gibt das Copy-Paste-Tool. Damit könnt ihr auch eine Konstruktion, die ihr gebaut habt, einfach pasten. Natürlich, wenn ihr hier irgendwas Besonderes eingestellt habt, wie zum Beispiel hier in den Importer, dass er nur das hier rausziehen soll, das kopiert er nicht mit. Aber fangt damit frühzeitig an. Also ich stand auch vor und habe hier noch Time in a Bottle drin reingepackt. Da sind einige Stunden noch bei draufgegangen. Und ich stand auch so viel AFK rum. Ich meine, hier in der Welt kann ja eigentlich nichts passieren, bis auf, dass der Wither aus irgendeinem Grund da frei war. Aber egal, darum haben wir uns ja jetzt auch gekümmert. Das ist sehr, sehr schön, dass das hier jetzt klappt. Seht ihr hier zusammengefügt? Klar. Dong. Jetzt kommt hier noch die letzte Spitze ran. Oder die letzte Ecke, besser gesagt. Macht doch so ein ganz leises Tock, wenn er sich verbindet. Das ist irgendwie cool. Let's go! Wenn wir hier einmal die... wir können uns hier eine Belohnung raussuchen. Okay, wenn wir hier realistisch beigehen wollen würden. Die Seeds sind useless. Magical Soil genauso useless. Also wir können halt, wenn wir die Erze haben wollen, können wir das besser über den Ore-Laser machen. Das ist, glaube ich, die schnellste Variante, das zu kriegen. Ansonsten haben wir die 3 schon angepflanzt. So, Netherstar-Block, das wäre relevant, wenn wir mehr Aldemots-Sterne machen wollen würden. Damit wir nicht so lange warten müssten. Ist auch unnötig. Die Ultimate Induction Cell oder Provider, die kosten auch viele Ressourcen, aber das ist, glaube ich, auch nichts Wildes. Wir brauchen einfach nur 4 Redstone. Rested Radioactive B-Spawn Egg. Ist, glaube ich, egal, weil wir einen großen Reaktor haben. Wir können damit schnell genug nachproduzieren, würde ich sagen. Dice of Fate is useless. Da können wir den Gaia Spirit einfach selber beschwören. Hier wäre die Frage, ob hier vielleicht coole Sachen drauf sind. Nitro Reactor, der bringt zu wenig Energie. Also eigentlich sind hier alle echt useless. Ich glaube, Antimatter Pellet wäre das Sinnigste. Oder Awaken Supremium Block wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Ich glaube, den nehme ich. Wobei wir kriegen den auch easy. Ja, ich weiß jetzt ehrlicherweise gar nicht, welcher Gem hier am geilsten ist. Ich wollte das eigentlich auch mal machen mit dem Schwert, aber naja, da es hier das Morgen gibt, haben wir eh Lantic Damage. Ja, hier wieder in einem Tyrannical. Wurden das hier jetzt eigentlich schon gezählt? Das Creative Jetpack gar nicht. Denkt er das vielleicht, weil ich das Unobtainium Jetpack habe? Okay. Man könnte hier jetzt quasi noch Upgrades machen. Also man bräuchte 18 Sterne, damit man das automatisieren kann mit hier Productive Bees, dass man hier all die Aldemot-Sterne bekommt. So, ich glaube, wenn ich überlegen müsste, welches ich hier nehmen wollen würde, ich glaube, ehrlicherweise wäre es Mana. Weil ich da einfach nur so eine ganz kleine Pissquelle gemacht habe, wo ich einfach nur ewig warten musste. Die Pressure, die ist relativ egal. Was ist das? Der Motor, ja, das ist egal. Ich kann ruhig eine Sekunde warten, bis der Creator was gemacht hat. Unendliche Energie ist mir auch relativ egal. Stimmt, das ist einfach nur, dass unser Lagersystem
unendlich Energie hat, was aber auch egal ist, oder das finde ich richtig unnötig, weil ich kann einfach unendlich Energie nehmen und dann habe ich in meinem System auch unendlich Energie und muss, oder habe das auch noch für andere Zwecke da. Ja, die Source Jar, die wäre ganz nett, wenn man nicht über Mystical Agriculture da sich so viel Energie da oder Source da generieren kann. Ja, Spellbook habe ich nie benutzt, aber habe ich auch mal gesehen, soll ganz cool sein. Ja, da passt der Titel echt gut, but why? Ein bisschen Angst, wenn hier steht, think this is enough to make the Rackstar. Ich habe gesehen, dass der echt viel braucht. Ich meine, die Advanced Computer und die Unobtainium Furnaces, die kriege ich wohl noch irgendwie zusammen und die Antimatter Pellets. Und den Endsteel Exchanger, den kriegen wir wohl auch noch. Aber ich habe mir sagen lassen, beziehungsweise ich habe so ein paar Foren da durchgeschaut und das soll wohl ziemlich nervig sein. Oh hier, das ist sogar echt gut für Heavy Weapons. 25% aktuelles oder ja, aktuelle HP-Bar an Schaden, das ist nett. Das ist ein 9er Block. Ist ja uncool. Wo haben wir noch was? Ah, bei Gregstar. Das sieht auf jeden Fall alles ein bisschen kompliziert aus bei dem Gregstar, aber dafür habe ich aktuell keine Muße. Jetzt wäre die Frage, will ich mir das irgendwann nochmal antun? Wäre das relevant? Weil dann wäre sonst gerade echt die Überlegung, so ganz doof gesagt, ob ich mir die Welt abspeichere. Wenn es halt für einen Singleplayer ist, wie auch immer. Weiß halt nicht genau, oder diese ganzen Achievements würden ja hier wieder verschwinden. Wenn ich wieder auf den Singleplayer, glaube ich, umswitchen würde. Obwohl, nee, wisst ihr was. Also, ich denke mal, ich habe auch gut was gelernt hier in diesem Run. Ich habe viele Mods mitgenommen. Warte mal. Will ich jetzt echt alles zerstören? Der Reaktor hier wird nicht viel Schaden machen, weil wir weit weggegangen sind. Okay, warte mal, bevor ich hier was kaputt mache. Wir gehen einmal in die Mining World. Denn ich wollte noch einmal was hier ausprobieren. Wenn nämlich hier nur sonst ein Input hätten. Figurator. Wisst ihr was? Ich mache mal einen kurzen Cut. So. Was ich jetzt einmal probieren wollte, war, wenn wir den kappen. Wird jetzt noch gerade ein bisschen Energie produzieren, richtig? Stats. Hier Heat. Ja, der nimmt jetzt hier Temperatur ab. Das ist gerade die Frage, weil ja ein Bucket Dings drin ist. Ein Bucket Deuterium. Können wir auf den Rechtsklick machen? Ja, wir bräuchten ja eigentlich einmal
Machen das jetzt mal hier clever. Der soll Output Fluid Gases. Macht der da oben none? Gibt hier den Output hier rein. Hier natürlich Deuterium. Was ist denn, wenn ich den jetzt nochmal abbaue? Jetzt ist er leer, okay. Muss ich hier auch noch einmal ganz kurz kappen? So, ups. Mal neu hier reingehen. Wissen die Pipe nochmal? Pressurized. Pressurized. Loop. Aber natürlich ist hier hinten drin direkt noch was gespeichert. Du sollst nämlich hier sonst Output haben. Es geht runter. Ich glaube, wir müssen ihn nämlich jetzt einmal befeuern. Ja, nein, vielleicht. Verkackt. Hey, wieso geht das denn jetzt? Da müssen wir trotzdem hier so einen Hohlraum haben. Ey, das ist die Kacke hier. Oh, hör dich bitte. Hohlraum. Verschwindet das denn gerade? Bitte eincraften. Kappe mal den hier kurz. Ich glaube, ich den jetzt reinpacken müssen, oder? Okay, jetzt hat er genügend Energie. Jetzt möchte ich, oder jetzt interessiert mich nämlich mal, ob wir bei unserer aktuellen Produktion mehr Energie produziert hätten, als wenn wir hier einzeln was reinpumpen. Okay, das muss erstmal weniger werden. Ich muss aber da eigentlich gerade kurz warten, ne? Ich mach mal einen kurzen Cut. So, jetzt wollte ich mal gucken. Wir produzieren gerade 512 Millibuckets DT-Fuel pro Tick dann wahrscheinlich. Okay, die Energieproduktion geht hier logischerweise jetzt ein bisschen runter, aber wir sind gerade bei 140 Millionen FE pro Tick. Es geht noch ganz gut runter. Okay, sag mal, was man natürlich jetzt auch noch beachten muss, was ich eben auch vergessen habe. Also nicht nur, dass da in der Leitung was drin war, aber wir müssen ja auch bedenken, dass hier Deuterium zum Beispiel noch in dem Tank ist. Also in beiden Tanks ist ja noch ordentlich was drin. Das heißt, wir wissen nicht, wie viel DT-Fuel wir am Ende wirklich hier reinjagen würden, um wirklich zu wissen, wie viel Energie wir hier produzieren. Aber wir lassen das mal kurz laufen. Ich würde sagen, das hat sich eh erledigt. Wir gehen einmal kurz in die andere Welt, denn ich möchte den Reaktor hochjagen. Wenn ich hier dann draufklicken darf. Kann doch nicht sein, dass Hochladen nicht das Problem ist, aber
Runterladen gerade ein Riesenproblem ist. Es scheint wohl zu regnen in der eigentlichen Welt. Warum darf ich gerade nicht auf das Ding reingehen? So. Wie ist denn der? War das... Mann, was... Ist der... Anism... Der Geiger-Counter. Ganz vergessen, dass er so hieß. So, dann gehe ich hier mal auf den Reaktor und sage, der soll mal 224, die maximale Burn Rate. Boost, I think we have a problem gleich. Sterbe ich hier eigentlich? Wenn wir den jetzt noch ausmachen würden. Ja, dafür wäre es jetzt zu spät. Na komm, noch mal ran da hier. Wir wollen ein bisschen was produzieren hier. Let's go. Ich glaube, der Schaden ist gut, oder? Jetzt gerade eigentlich nicht. Ab wann macht der Bumm? Sagt er denn, dass der kaputt ist? Wir sind bei 230%. Also jetzt werden wir hier ordentlich was produzieren, oder nicht? Oh, wir sammeln Items ein. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt der erste Step. Sehen, ob ich sogar aus dem Spiel fliege, wegen Interwebs und so. Ich habe nämlich noch die Weltdatei einmal gedownloadet, falls ich es doch nochmal brauche oder falls ich ein Backup machen will, wie auch immer. Ich weiß halt nicht, wenn ich jetzt hier währenddessen was zerstöre, ob ich den Download einfach pausieren kann oder nicht. Echt nicht mehr passiert. Ich glaube, jetzt hier echt nicht mehr passiert ist. Der ist ja lame. Okay, Mining World. Das nicht funktioniert. Dann brauchen wir ganz einfach eine Nuke. Richtig? Wenn wir in unser System reinkommen. Und das sagt gerade echt, dass ich im Download bin und deshalb hier echt so ein krasser Delay ist. Ja, ist gut. Komm. Och man, das fuckt gerade echt hart ab. Ja, die Weltdatei ist jetzt schon bei 2,3 GB. Okay, ich probiere es einfach. Ich habe jetzt auf Angehalten gedrückt. Hier Infinite Nuke. Ja, es wird jetzt gleich entweder gut gehen oder nicht.
Den mal noch auf. Oh, der ist schon auf Tier Legendary. Dann Shift-Rechtsklick. Wir wollen die maximale Area haben. 117. Ist das nochmal hochgegangen? Ich hätte schwören können, als ich die das erstmal gecraftet habe, hier extra für die Folge, dass da 102 stand. Ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, ob das Blöcke sind, 117 im Radius. Ha. Das wäre vielleicht ganz interessant zu wissen. Guck mal, jetzt haben wir ja fast die dreifache Menge. Da waren es 117. Hängt das vielleicht vom Biofuel ab? Das hängt vom Biofuel ab. Naja, egal. Ich will da nicht großartig warten. Wo ist die Mitte ungefähr? Ich glaube tatsächlich hier bei der Schmelze. Hier, wo wir das haben. Kurz. Kann man die irgendwie mit Redstone oder so aktivieren? Habe ich keine Ahnung, was das angeht, ne? Einen kurzen Cut. So, okay, das ist ganz klassisch, schnell mit dem Feuerzeug. Wir fliegen mal kurz einen Ticken weg. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis das Kapo macht. Wie lange hat man wohl Zeit? Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht länger zum Zünden braucht, je weiter man weg ist. Für einen Sound. Wow. Ich glaube, da ist da was abgeschmiert. ja, ich melde mich sofort wieder, wenn ich wieder drauf bin. So, da bin ich wieder. Das hat einen Ticken gedauert, bis ich wieder auf den Server kam. Aber ich möchte... Ja, logischerweise können wir nicht ins Dings reingehen. Ein paar wurden weggefetzt, ein paar nicht. So ein Netherstar drin. Aber vielleicht können wir hier alles nochmal neu aufbauen. Nicht cool, dass der Fluxpoint hier überlebt hat. Gott. 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 Haben die Patterns einfach alle überlebt, oder was? Oh, okay, das laggt jetzt ein bisschen. Warte mal, was ist, wenn wir in Lava reinfliegen? Okay. Dann denken, das war laut. Sind die Pylonen hier? Finde ich auch cool, dass sie überlebt haben. Das Witherproof Glass hat zumindest größtenteils überlebt, im Gegensatz zu... Im Wither. Pressure Chamber Worlds haben tatsächlich überlebt. Nur die Valves und dieser Input da nicht. Villager leben hier noch ganz glücklich. Ich finde es ja immer interessant bei solchen Sachen, was so alles überlebt. Was nicht. Hier. Und noch dieser eine komische Block da von Extreme Reactors. Dann wir das auch noch einmal. Ich
Also sag mal fairerweise mit dem Equipment, was wir jetzt haben. Also klar, die Energie wird uns irgendwann ausgehen, weil wir nicht hier diese coole Dings haben, weil wir nie diese Upgrades gemacht haben für den Mecha-Suit, dass er sich von selbst auflädt. Aber abgesehen davon können wir tatsächlich mit unserem Equipment sehr, sehr schnell wieder alles kriegen. Ich hatte das tatsächlich häufiger, wenn ich dieses Gateway benutzt habe. Jetzt, wenn ich nochmal irgendwie Schleim oder so gefarmt habe, mit dem Schwert hier, mit den ganzen Super-Loot, dass mir das da abgeschmiert ist in der letzten Instanz, wenn ich die finale Belohnung bekommen hätte. Jetzt habe ich allerdings eine Sache nicht. Game Mode, Creative. Zwar hätte ich gern einen Waystone. Nein, wir können es ja auch einfach gerade A nennen. Kann auch gerade einfach so bleiben. Ich wundere es echt, dass der nicht kaputt oder dass hier kein großer Schaden gekommen ist. Der hat nur hier ein bisschen den Reaktor kaputt gemacht. Aber ich kenne das aus einem anderen Modpack so, dass hier dann auch großer Kabumm ist. Und ich dachte, wenn ich großen Reaktor, groß Kabumm, gleich Spaß. Naja, egal. Ja, Modpack war auf jeden Fall sehr cool. Hatte Spaß gemacht, dass. Ich will die ganze Zeit reflexartig R drücken. Kannst natürlich nirgendwo abspeichern. Modpack hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vor allem, weil man auch einfach mit anderen Mods konfrontiert wurde. Also, ich hasse nach wie vor Botania. Das wird sich auch nicht ändern. Nur nervig, meiner Meinung nach. Aber wenn ihr da irgendwie Spaß habt, ist ja cool. So, aber ansonsten hier noch Energie uns abzwacken können. Aber ansonsten würde ich sagen, war es das für dieses Projekt? Also ich kann es euch nur empfehlen, auch einfach mal zu spielen. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Wie gesagt, viele Mods, das mag ich ja. Viele auch so mit sag mal, technischem Gedöns. Ne, mit Autocrafting, mit den ganzen Maschinen oder so, wenn man die dann halt irgendwie so anschließen kann miteinander. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. Damit würde ich dann auch tatsächlich sagen, war es das für diese oder für dieses Projekt? Ja. Naja. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht und dann mal schauen, wenn es wieder weitergeht mit Minecraft. Muss ich mal gucken, was da so als nächstes auf uns zukommt. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Tschüssi.